Baumann, guten Morgen bei Welt. Die AfD ist bei der Oberbürgermeisterwahl im thüringischen Nordhausen gescheitert. Ihr Kandidat Jörg Prophet erreichte 45% der Stimmen und unterlag damit dem parteilosen Kai Buchmann, der auf knapp 55% kam. Die Wahlbeteiligung lag bei über 59%. Beim ersten Durchgang vor zwei Wochen hatte der AfD-Kandidat noch mit fast 20 Prozentpunkten vor dem jetzigen Sieger gelegen. Im Juni war im thüringischen Sonneberg zum ersten Mal in Deutschland ein AfD-Politiker zum Landrat gewählt worden. Wenig später siegte ein AfD-Kandidat bei der Bürgermeisterwahl in Ragun-Jasnitz in Sachsen-Anhalt. Noch vor wenigen Sekunden hier Gegröhle und Geschrei. Kai Buchmann ist umarmt worden von seinen Wählern und seinen Fans auf der Straße. Die Stimmung durchaus gespalten. Auch schon vorher konnte ich mich mit vielen Menschen unterhalten und sehr viele wollten aus Protest die AfD wählen. Protest gegenüber dem politischen Berlin der Ampelkoalition. Vor allem die Migrationspolitik wurde sehr oft angesprochen. Aber es haben eben mehr nicht für die AfD gestimmt. Damit hat die AfD verloren. Aber Stimmung bleibt in Nordhausen angespannt und viele Menschen haben mir erzählt, dass dieses Wahlthema, diese Wahl, war Thema an jedem Tisch mit jedem Nachbarn. Einer erzählte mir sogar, dass Freundschaften darüber kaputt gegangen sind. Für einige Tage wird das wohl auch noch so bleiben. Aber der Medienrummel in Nordhausen, einem kleinen Örtchen, was diese Aufmerksamkeit sicherlich nicht gewohnt ist, geht damit jetzt erstmal zu Ende. Und Kai Buchmann, der Nicht-AfD-Kandidat, geht als Sieger aus dieser Wahl hervor.